Gehen wir mal auf der anderen Seite sammeln. Ja, wo sind denn die Steine hin hier? Oh. Da hat gerade einer geschrien. Oh, nicht gut. Schreien ist nie gut. Ja, aber es hat sich nicht angehört wie einer von denen. Ach so, okay. Es hat sich eher angehört, als wenn das irgendwie ja, ein Passagier wäre oder so. Oh je. Findet man denn auch andere Passagiere? Nee, ne? Oh, hier kann man doch finden. Fuck. Aber nur Tote. Haha, ich habe gerade ein Problem. Komm. Hab ich mich erschrocken vor der, ey. Mein Gott, ich hatte die Axt nicht ausgerüstet. Ach so, hier. Ja, da liegt noch einer rum. Oder lief hier rum. Ich hatte die Axt nur gerade nicht ausgerüstet. Oh je, das ist nicht gut. Ich denke mir gerade, jetzt muss er aber schnell. Huch, da ist er. Wo ist er? Wo bist du? Komm her. Komm her. Jawohl. Tja, der ist alle. So, da, wo war jetzt die alte? Da ist er. Zack. Die schmeiße ich mal direkt mit aufs Feuer. Das hört sich an, ey. Oh mein Gott. Was denn? Die liegt da so ganz komisch im Feuer. Sehr merkwürdig. Aber okay. So, Tor mache ich wieder zu. Bist du schon drinne? Nein. Nee. Hoch. Ich spring da einfach erstmal rüber. Okay, gut. Oder geh durchs Wasser. Also da brauchst du jetzt keine Gedanken drum machen. So, die zweite Schicht ist auf der linken Seite schon mal fertig. Jo, ich bin noch mit der ersten zugange. Boah, dass du nur so wenig Steine nehmen kannst, ey, das ist so störend. Ja, das stimmt. Weißt du, du kannst nur 5 Steine schleppen, ne? Aber 2 Baumstämme. Also ich könnte in der Realität keine 2 Baumstämme schleppen. Nee. 5 Steine würden da schon eher gehen. Ja, das ja. Okay, so, dann baue ich schon mal die zweite Schicht auf der anderen Seite. Oh nein, was ist los? Na. So. Einmal schon mal. Och, ein kleiner Piepmatz. Och, ist der süß. Ich muss dich töten. Warum geht der nicht tot? Ah, jetzt. Der möchte nicht. Huch, noch einer. Toll, das ist ja ein echt voll das Omen, ne? Kaum töte ich einen kleinen blauen Vogel, kommt eine Krähe angeflogen. Das ist natürlich mies. Wir wissen, was du getan hast. Ja. Jetzt würde ich mir Sorgen machen. Bist du eigentlich abergläubig? Nee. Nee? Eigentlich nicht so, also nee. Oh, ich total. Ehrlich? Ja, total. Also vor allen Dingen hier, was das so mit Geistern und so zu tun hat. Ah, okay. Das ist mir, ich glaube da total dran. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, weiß ich nicht, dass mit dem Tod überall Schluss ist und ich weiß nicht. Das ist so. Jedem, natürlich jedem das Seine, ne? Wenn jetzt einer sagt, ne, er glaubt da nicht dran oder sowas, respektiere ich das ja voll, ne? Aber. Ich glaube das schon, weiß ich nicht, so, dass da so Geister, dass da so eine andere Welt existiert. Hört sich jetzt bestimmt bescheuert an.
Nee, ganz und gar nicht. Ich glaube, ich weiß nicht so. Jetzt natürlich nicht so, wie sie jetzt im Fernsehen dargestellt werden oder so, ne? Sondern einfach so, dass man vielleicht die Anwesenheit von irgendetwas spürt. Ja. Ja, warum nicht? So stell ich mir das eher vor. Und ich glaube auch total an Wiedergeburt. Ja, das wäre natürlich schön, ne? Also da glaube ich total dran hier, dass das irgendwie so, dass die Seele gereinigt wird und dann einfach in irgendein anderem Lebewesen wiedergeboren wird. So stellt man sich das vor, könnte natürlich auch vielleicht damit zu tun haben, dass man nicht will, dass natürlich alles zu Ende ist. Naja. Schön wäre es auf jeden Fall. Ja. Steine, Steine. Dafür bin ich natürlich überhaupt nicht religiös, ne? Ich auch nicht. Also, das ist so, ich kann mit der Kirche absolut nichts anfangen. Es ist aber nur, weil die Kirche eigentlich immer so, ich will jetzt nichts Schlimmes sagen, ne? Aber es ist so, weil die, ich weiß nicht, ich finde, die Kirche stellt sich einfach über alles und das sollte sie nicht tun. Okay. Und vor allen Dingen auch mit dem ganzen Geld und so und damals auch in den ganzen Zeiten. Kirche hatte noch nie was Gutes zu bedeuten. Ja. Ja, ich habe mit Kirche gar keine Ahnung. Ich habe mich nie dafür interessiert und mir nie da irgendwie Gedanken drüber gemacht. Ich finde, jeder sollte an das glauben, für das er halt, was er für richtig hält. Ja, also. Man tut ja niemanden weh, wenn man anderen Glauben hat, ne? Nee. Es sei denn, es ist natürlich aggressiv. Ich meine, lass die Satanisten Satanisten sein oder Ja. was weiß ich nicht was. Die Inder glauben an die Götter, die Moslems glauben daran, ne? Die Asiaten daran und so. Es ist halt alles unterschiedlich. Aber im Grunde ist es ja trotzdem eine Welt. Und Ja, wenn der klar. eine daran glauben will, dann glaubt er halt daran. Ja, na sowieso, ne? Außerdem stinkt es in der Kirche. Echt, Ich ja? weiß nicht, ich mag diesen Geruch nicht. Dieser, oh, und dieses Weihwasser. Oh, nee. Ich bin ein verkappter Dämon. Oh mein Gott. Ja, das letzte Mal in der Kirche, da hatte ich Kommunion. Okay. Das war das letzte Mal und danach nie wieder. Selbst das hatte ich nicht. Bist du Heide? Was ist denn das? Ich glaube, das ist, wenn man keiner Religion, also ich glaube, das ist, wenn man nicht getauft wurde, Ach so, ich habe keine Ahnung. glaube ich zumindest. Ich weiß nicht. Darüber habe ich mich ja noch nie beschwert. Ich weiß, dass ich katholisch bin und das, ne? Ja. Oh, hast du hier noch eine Mauer gebaut? Oh, ich bin noch nicht mal mit der ersten Lage fertig, ey. Ja, ich habe auch noch Jetzt. nicht bis zum Ende gezogen. Fertig, 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 fertig. Das muss ich jetzt feiern gehen. Auf jeden Fall. Jetzt gucke ich erstmal, was es hier noch so für Fallen gibt. Blätterhaufenfalle. Was könnte man denn damit fangen? Keine Ahnung. So. Hm. Blätterhaufen. Was ist das denn für Tiere oder für Einwohner? Das steht da nicht. Okay. Sturzfalle. Muss man wahrscheinlich an die Bäume machen. Ja, ich glaube. Sturzfall habe ich schon mal gehört. Ohne Schlingfalle. Na, dafür brauche ich schon wieder ein Seil. Aber auf dem Boot ist ja kein Seil mehr. Nee, da musst du erst schlafen gehen und dann ist da wieder ein Seil. Ah, okay. Glaube ich. Ja, doch, doch. Oh, so viel Steine, Steine, Steine. Ja, ein bisschen hier. Bisschen das Gras wegnehmen hier. Was ist das denn? Ach so, Monte. Ich glaube, ich mache mal so einen Blätterhaufen. Ja, mach Ich mal. weiß zwar nicht, was es bringt, aber ich mach mal.
Einfach mal hier so eine Weltgeschichte rein. So. Ach, den kann man anzünden, den Blätterhaufen. Und dann? Dann brennt er. Ja, gut. Ich denke mal, man kann sich so eine Feuerwand dadurch aufbauen, wenn man jetzt angegriffen wird, dass man schnell dahin rennt und den anzündet. Ach so. Und dann okay. Gehen die da wahrscheinlich nicht durch. Würde ich jetzt mal so behaupten. Klingt auf jeden Fall interessant. So. Machen wir hier noch Molotow-Stolperdraht hin. Ja. So, den habe ich auch direkt fertig gebaut. Schöne Sache. Schöne Sache, schöne Sache. So, machen wir jetzt hier überall hier so rumherum so Fallen. Ja, warum nicht? Und jetzt erstmal ein paar Steine wieder nebenbei sammeln. Blätterhaufen habe ich. Stolperfalle habe ich. Mhm. Ah. Schön weiter sammeln. Machst du das gerade? Ja, ich baue meine Hasenfalle gerade hier. Oh, ich habe hier auch noch kein Tier gesehen. Nee, ich bin jetzt unten an, da wo die Nachbarn wohnen hier. Wo die Nachbarn wohnen? Da läuft ja so einiges rum. Hier ist zum Beispiel Lurch ist hier auch. Also ein bisschen Licht hier rum. Warte. Oh mein Gott, wie viel braucht er denn? Jetzt. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, ob das was bringt. Es wird dunkel. Mm. So. Tor zu. Oh, restlichen Steine noch. Doch keine Besucher kommen. Naja, auf jeden Fall. Oh, jetzt wird's windig. So. Hm, Knochen habe ich. Ja, dann kann ich ja da eigentlich mit. Halt. Eine Rüstung bauen, ne? Ich glaube, ich mache hier diese Baumfallen, die ich da vorne gebaut habe. Ich glaube, die mache ich hier auch vor. Mhm, okay. Weil jetzt so dieser Stolperdraht und so, das war jetzt nur so kleine Geschichte, weißt du? Und bei dieser großen Falle, die ist ja bestimmt effektiver. Ja, mit Sicherheit. Ich dachte gerade, wir kriegen Besuch, aber es war nur ein Vogel. Oh, ein Glück. Gerade im Dunkeln, ey, oh nee, oh nee. So. Ach, das bist du, der da rumläuft. Ja. Ach, diese sternklare Nacht, ey. Oh. Ein Traum. Oh, haben wir auch gleich schon fertig hier. Schön, 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 schön. Ja, noch 23 Steine. Aber ich habe noch nicht bis ganz runtergezogen. Ja. Hab das nur erstmal bis da vorne. Na, ich muss schon wieder was essen. Ja, am. Hier am.
Oh, ich hab unser noch Hängeregal, da ist noch auch noch was drin. Hängeregal. Ah, das hat sich jetzt angehört wie bei IKEA. Hängeregal. Das neue Hängeregal. Ja. Ah, na, es würde ja dann irgendwas auf Schwedisch heißen, was man da nicht aussprechen kann. Ja, so einen Dreh, ne? Gewitter. Es regnet. Na, Regen ist gut. Dann werden wenigstens die Wassertränke da voll. Das ist praktisch. Hast du hier schon was? Echt jetzt? Ja, bei mir hat das direkt angezeigt. Also ich bin rangegangen und dann konnte ich da mit C drücken, dass ich das einpflanzen konnte. Boah, wie fies ist das denn, ey? Ich hab keine Ahnung. Du hast den grünen Daumen. Ja. So. Eigentlich ehrlich. Bei mir wird jetzt alles irgendwie so weiß. Ich denke, wir sollten ja ins Haus. Ja, du frierst. So, Knochen kann ich nicht mehr sammeln. So, speichern. Genau. Und dann. So, speichern. Okay. Und schlafen gehen. Huch! Hast du mich gehauen? Nee, das ist, weil du frierst. Ach so. Ich dachte schon, ey. Nein. Um Gottes Willen. Ja, ja, gib's zu. Ich habe das mit dem Baum noch nicht vergessen, ne? Ja. Hab ich heute noch gesehen. Da hast du ja hochgeladen. Das hab ich gesehen. Warum zündet er das denn jetzt nicht an? Aber das ist schon lustig, das so von zwei Seiten zu sehen. Also, das ist richtig geil. Ja, ne? Finde ich auch. So, ich laufe da so rum, so laber meinen Scheiß, ne? Und du bist da so schön am Holz an. So, ich muss wieder eine Wand haben. Freies Bauen hatte ich. Wo war die denn? Da ist die Steinwand. So. Ja, wunderbar. So. Getrunken habe ich. Jetzt noch was essen. Ach, jetzt hat er schon wieder das Feuerzeug angemacht. Das Spiel macht mich fertig. Es will mich einfach nur nerven. Ich laufe jetzt hier mit dem Feuerzeug durch die Gegend rum, so. Ja, warum nicht? Ist auch eine Methode. So, ich gehe mal schnell zu der Falle gucken, mal sehen, ob da was drin ist. Wahrscheinlich nicht, bei unserem Glück. Guck mal, ob jetzt keiner kommt hier. Wie ist das eigentlich, wenn wir diese Totems aufbauen? Werden die dann zornig? Die sollen eigentlich abschrecken, so ein bisschen. So, ich höre nicht, dass die dann noch stinkiger werden, ja. Eigentlich nicht. Und dann kommen noch mehr? Ich habe schon wieder einen. Nee. Also meine ist noch leer. Schade. Aber hier liegt Holz rum. Ja, ich habe vorhin gehackt. Ja, ja, ich nehme das mal direkt mit hier. Das mache ich mal jetzt hier auf unseren Schlitten. So. Willst du das kleine Häuschen eigentlich lassen oder willst du später irgendwann nochmal was Größeres bauen? Ein eigenes Haus? Ja, ich denke mal schon, ne? Also. So, weil ich habe ja gesehen, das ist ja, da kann man ja so viel machen, ne? Ja. Oder auch so ein Hausboot ist ja auch cool, ne? Ja, das können wir auch. Wir sind ja direkt am Strand hier. Das könnte man machen. Der Vogel weg, Vogel weg.
Ach, unsere Pflänzchen kommen. Ja, cool. Was hast du denn jetzt angepflanzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach nur gedrückt. Hast du die Zeit im Auge? Weil ich weiß ja nicht, wann du aufhören willst. Ja, alles gut. Gut. Will ich nicht um deinen Schlaf bringen? Na. Wie du rennst. Wie du darüber gerannt bist. Ja. Zuck, 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 zuck. Ja, das ist halt doof. Wenn wir Steine sammeln die ganze Zeit, das ist natürlich auch irgendwann langweilig, ne? Aber wir sind ja gleich fertig. Jetzt kommen gleich noch die Fallen und dann weiß ich ja nicht, was wir dann vorhaben nach den Fallen. Also Fallen würde ich noch aufbauen. Ja. Hier einmal so direkt rum und dann, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Uns von mir aus auf den Weg machen. Ich weiß. So, ich habe jetzt. Aha, so. Ich habe jetzt. Das muss ich jetzt mit der Maus machen. Sonst so. Oh nein. Ich wollte mich nicht mit dem Stock bewaffnen, sondern kombiniere. So, schwacher Speer, Pfeile. 5 handgemacht. Genau. Und eine Feder. Was brauche ich denn noch? Ich brauche einen Stock und eine Feder für einen Pfeil. 5 Federn. 5 Feder. Oh. Oh, jetzt habe ich den Rucksack da drauf gepackt. Ach, das ist doch für ein Pfeil. Boah. Nee, für 5 Pfeile. Ach so, für 5 Pfeile. Oh. Genau. Was kann ich eigentlich mit den Knochenschädeln machen? Damit kann man eine Lampe bauen. Mehr nicht? Naja, und diese Totems halt, glaube ich, da brauchst du auch ab und zu mal den Schädel. Ach so, ja gut. Aber Totems habe ich eigentlich noch nie gebaut, also. Oh, können wir ja mal machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Um mal zu sehen, wie die Wirkung davon ist. Würde mich ja auch mal interessieren. Aber ich habe es halt noch nie so... Ja, weiß ich nicht. Kam nie dazu. Als du das erste Mal durchgespült hast, wie lange hast du gebraucht? Ja, eigentlich ziemlich lange. Ich glaube, ich habe... so 3 Wochen, glaube ich, war ich dran. Ne? Boah. Aber da habe ich... Ja? Gewollt? Ja, ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. und zwar, ich habe viel gebaut. Also ich bin nicht direkt so losgegangen, sondern habe mir schon die ganzen Waffen geholt und die ganzen Hinweise, Infos etc. Aber habe... Huch! Ja, ich glaube... Hast du das gehört? Ja, habe ich gehört. Ja, mein Hund... Cool. Habe ich mich erschrocken, ey. Oh. Puh. Gesundheit. Nee, ja, genau. ja, jedenfalls habe ich mir dann mehrere Basecamp-Lager gebaut. Ach, mehrere? Ja, weiß ich auch nicht warum. Hat Spaß gemacht, denke ich mal. Ja, ich merke ja schon jetzt, dass das hier auch total Spaß macht, wenn man jetzt was Großes, also wenn man jetzt nicht so was Großes aufbauen möchte, natürlich, ne? Wir haben ja, jetzt hier einen Stützpunkt aufgebaut, der ist ja Halleluja. Ja, aber ich finde das echt praktisch, weil so können wir nämlich noch ein bisschen mehr ausbauen. Wir können hier noch diese Wachtürme bauen oder diese Türme, wo man halt drüber laufen kann, also diese Hochhausdinger da. Ja, das wär geil. So. Das wäre auf jeden Fall geil. Ne, so sind wir halt oben erstmal geschützt auch. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Ah, okay. Vor allen Dingen kann man jetzt, weil wir hier unten sind und da oben ja die Klippen sind, kann man da so eine Verbindung hinbauen, ne? Mhm. Falls mal irgendwie was Größeres kommen sollte, gerade dann, wenn wir in die Höhle gehen sollten, kommen ja die Mutanten auch raus. Ach so, dann kommen die raus mit... Ja, also die kommen, irgendwann kommen die sowieso raus, klar, ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel jetzt in die Höhle gehen würdest, dann wäre vielleicht sogar schon heute Abend ein Mutant hier im Lager. Okay. Wäre jetzt gar nicht so prickelnd.
Es gibt immer so verschiedene Mutanten und gerade so der Dicke oder diese blöde Spinne, die sind so scheiße. Oh. Obwohl die Spinne eigentlich sehr schnell tot geht. Ja. Brauchst du auch Fleisch? Nee, ich bin satt. Gott. Hab ich mir jetzt mal was draufgelegt. Ich pack mal was zum Trocknen drauf. Kann so, ich gar nicht. Zweite Reihe ist fertig. Gut, super. Ich baue mal hier noch so ein, wie heißt das, für Essen, hier noch so ein Trockengestell hin. Ja, genau. Weil unser anderes scheint nämlich cool zu sein. Ja, das kann sein, ja. So. Jetzt mache ich mal noch von draußen so ein bisschen Schutz ran. Ja, das hier. Ach so, das geht ja nur. So, einmal. Genau, was hast du jetzt, was baust du da jetzt? Vor dem Tor baue ich diese komischen Dinger hier. Ja, da, wie machst du die? Was sind das für Fallen? Die sind bei fortgeschrittene Fallen und die heißen Steinschwungfalle. Steinschwungfalle, genau. da ist bei mir was ganz anderes. Da ist bei mir so ein Baum mit einem Stein dran. Baum beim Sturzfalle Stein. Könnte das. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben beide so verschiedene Sachen. Keine Ahnung. Ich mache die Happy Birthday Falle mal wieder da hinten. Ach, hin. Ja, da steht bei mir auch Steinschwungfalle steht bei mir auch. Und dann musst du nur eine Seite weitergehen. Da ist es drin. Die heißen wohl irgendwie alle gleich. So, ich weiß auch nicht, was das ist. Ah. So. Die bauen wir da hin. Dann kommt daneben auch direkt so eine hin. Genau. Hehe. Das mega Lager hier. Ja. Hier baue ich Stein. Noch eine hin. So. Oh Gott, Steine habe ich schon voll. So. So, da ist fertig. Boah, da brauche ich noch ein bisschen was. Hier müssen wir noch eine kleine hinmachen. Ich sag mal ja. Ich sag mal ja. Was ist das denn hier für eine? Das ist aber nicht das, was ich hier... Hä? Was ist das denn für ein Gebilde? Das sieht total komisch aus. So, ich guck mal. Also ich habe nicht dieselben Fallen wie du irgendwie. Okay. Das ist ja ein Ding. Warum nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade alle Fallen ausprobiert, ne? Und es ist nicht eine einzige dabei, die so aussieht wie die, die du hast. Ja, die kriegst du auch nur an Holz ran. Ach so, oh, du Vogel. Das, warum hast du mir das nicht gesagt? Ja. Oh, dann kann ich ja ewig suchen. Das tut mir leid. Boah. So, ich habe jetzt was anderes gefunden. So, habe ich auch fertig. Gut, dann sind wir da schon mal. So, was bauen wir jetzt hier vor der Steinmauer? Habe ich schon. Hier so eine Happy Birthday Falle, genau. Ah, okay, okay. Habe ich jetzt überall bis da hinten, wo so ein kleines Stück ist, da habe ich dann so ein Bomben- oder so ein Stolperdraht. Ja. Ansonsten wollte ich jetzt hier so die ganze Reihe jetzt hier so voll machen.
Ja. Also hatte ich geplant, also mal gucken. Okay, alles klar. Dann hole ich mal ein bisschen Holz. Ich habe da vorne noch Holz gesehen. Aber wir müssen auch wieder zerhacken und Wow, jetzt kommt mir hier einer. bist du bei dir ist alles gut? Ja, den kriege ich. Den. Ist ja nur einer. Ja, schon ist er weg. Den nehme ich aber direkt mal mit. Also es macht definitiv mehr Spaß als dieses Paladins. Ja, natürlich, ne? Also die 15 Euro haben sich hier auch auch haben sie auch voll dafür gelohnt. 15 € hast du bezahlt? Ja. Ja, das geht. Jetzt sag mir nicht, du hast es billiger. Nee, teurer. Ach so. Ich mache hier mal Kleinholz. Ja, ich mache auch mal hier. Und wenn wir jetzt diese Totems da bauen wollen, um die zu Ja. verhöhnen, dann müssen wir, wenn wir jetzt eine Leiche haben, natürlich die Teile alle abschneiden, ne? Arme, Genau. Beine. Genau. Ach. So. Zack. Da haben wir wieder ein paar Baumstämme. Halt. Na? Ach, hier liegt ja auch noch. Ja. Doch, mein Gott. Los, Junge. Hau zu. Baumfeld, ja. Ich hab's knacken gehört. Halt. So. Ach, hier hast du schon die Bäume. Ja, ich hab schon, glaube ich, 3 Stück fertig gleich. So. Ja, genau, der ist auch fertig hier. Brauchen wir noch Steine? Ja, brauchen wir noch, ne? Ja. Holz, Holz, Holz. Ach da. Wollte sagen, hier lag da noch irgendwas rum. Vogel! Hol den dir. Feder, 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 Feder. Ja, Federn sind wichtig, ne? Also gerade für die Pfeile. Was machst du denn? Was machst du denn für Sachen hier? Das war jetzt gerade voll komisch. Jetzt ein Baum so komisch geknackt. Nee. Oh, ich hack mir noch einen ab. So. Kleine Stöcker brauche ich. Na, ich muss erstmal wieder Pause machen hier. Ja, meiner ist auch K.O. Aber hier wird nicht K.O. gegangen, hier wird weitergemacht. Die paar Stöcker. Ich glaube, ich muss was essen, sonst wird das nichts mehr. Was haben wir denn noch? Ich habe sonst nichts. Baumharz, ich habe Sollst sogar bauen? Baumharz, das ist ja lustig. Ja. Jetzt hier vorne ist noch eine Falle mit 4 Baumstämme. Und dann, das war's mit den Fallen. Ja. Dann Sind sind da sie. vorne noch Baumstämme? Ja, ich glaube, ich habe noch. Nee, ich wollte gerade hacken. Ich versuche gerade einen hier zu zerteilen. Schon mal. Hi. Okay. Ich muss definitiv was essen. So, da ist ein Bein. Da ist noch ein Bein. Ah, blasser Arsch.
So. Ich mache mal die kleinen Stöcker hier fertig. Da hat ein Kopf gerollt. Voll der Kopf. So, Falle 1 ist fertig. Boah, ich muss definitiv was essen, ey. Stöcker, Stöcker, Stöcker. Oh, gönn mir mal einen Lurch. Ja. Ich komme mal vorbei. Willst du auch einen? Ja, das wäre gut. Gott. Er ist ein wenig hungrig, sagt er mir. Meine auch, bei mir füllt sich gar nichts mehr. Boah, da muss definitiv noch einer drauf, ey. Ganz ausgehungert. So. Immer noch nicht voll. Was ist das denn, ey? Wollen wir noch einen? Ist das vielleicht schon schlecht? Jetzt kann. Wenn das nämlich schlecht ist, dann geht die Hungeranzeige auch nicht voll. Also bei mir geht's auf jeden Fall. Oh, ich habe den gar nicht draufgepackt. Ach so. So. So, jetzt habe ich einen. Bist du schon satt? Ja. Oh, schade. Ich habe da noch einen drauf. Ach so. Oh, so. Stöcker habe ich noch einen Baumstamm. Geklaut. Ich glaube, Baumstämme brauchen wir gar nicht mehr, ne? Oder? Doch. Ich weiß es nicht. Hier nicht. Oh, Vorsicht, Falle. Hier. Fallen aufpassen jetzt. Jetzt gehen die los. Ja, genau. Die erste ist schon fertig. Zwei ist fertig. Ja, wunderbar. Ah, da brauchen wir noch Steine. Baumstämme brauchen wir nur noch. Drei, glaube ich, ne? Ja, warte. Sampa, ja, drei Stück doch, genau. Ja gut, die haben wir auch. Weil hier ist nämlich einer und zwei sind im Lager. Und einen bringe ich gerade. Gut. Brauchen wir nur noch kleine Stücke, aber ich denke, das wird heute nichts mehr da. Ne. Oh, Vogel. So. Gut, ich komme jetzt auch wieder rein hier und mache das Tor direkt mal zu. So. Perfekt. Sehr schön. Ja. Hau ich mir noch was zu essen rein hier. Da. Ach so, das ist ja auch fertig. Dann kann ich ja da mein Fleisch ranhängen. Mehr habe ich nicht. Ne. Alle. Gut. Schlafen? Genau. Und ich mache jetzt auch Feierabend. Gut. Hoch. Erstmal speichern. Schön, jetzt müssen wir trotzdem noch warten. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon mal gespeichert. Eigentlich brauche ich nicht warten. Eigentlich können wir einen Cut machen. Wir haben ja gespeichert, oder nicht? Ja, gespeichert habe ich. Gut, dann mache ich jetzt aus. Ja, gut. War auf jeden Fall schön.